Die Gründung der Atlantikbrücke flankierte auf zivilgesellschaftlicher Ebene die politische und wirtschaftliche Annäherung und schließlich die enge Allianz Deutschlands und der USA, gemeinsam auch mit Kanada. Rückblickend finde ich, es ist immer noch ein ziemliches Wunder, dass es nicht mal der Länge eines Menschenlebens bedurfte, um aus erbitterter Feindschaft und Völkermord in Europa erst Partnerschaft und dann Freundschaft entstehen zu lassen. Verehrte Geburtstagsgäste, meine Damen und Herren, lassen Sie die Atlantikbrücke, so wie sie seit 70 Jahren ein Ort sein, an dem die Strahlkraft des transatlantischen Projekts spürbar wird. Lassen Sie uns bei aller Notwendigkeit der Veränderung optimistisch in die Zukunft gehen. Lassen Sie uns zu den bestehenden Brücken weitere Brücken, New Bridges, bauen. Und ganz in diesem Sinne gratuliere ich von Herzen zu Ihrem Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch, Atlantikbrücke. Was tut die Atlantikbrücke dafür? Was ist unsere Rolle? Wir wollen zielgerichtet die wichtigen Themen bedienen, überparteilich und zwischen verschiedenen Sektoren taktisch arbeiten. Wir werden etablierte Formate wie das Young Leaders Program stetig weiterentwickeln, aber auch weiterhin revolutionäre Initiativen wie das New Bridge Program ins Leben rufen, um diese so wichtige Brücke über den Atlantik weiter zu stärken.